Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder bei der Rubrik, was ist das hier eigentlich und was machen wir hier überhaupt und was ist da überhaupt drin? Ihr könnt das jetzt sehen, im Hintergrund ist das Jammertal. Wir sind also wieder im Jammertal. Nicht so wie beim letzten Mal, da waren wir geografisch schon im Jammertal irgendwie, aber nicht direkt am Hotel. Erkläre ich ein anderes Mal. Und hier auf dieser Seite ist ein riesiges Gebäude, wo sich viele Leute mal fragen, da ist doch, also die Gerüchte gehen von allen möglichen Sachen, von da ist eine Scheune drin, da werden Kühe gehalten, da wird Futter gehalten, Futter gelagert, von riesige Garage für sonst irgendeinen Quatsch. Aber nein, da sind ein paar Sachen drin, ja, da ist eine Werkstatt drin, da ist ein Lagerraum drin, oben, da ist eine Waschanlage, ja, wir haben wirklich eine Waschanlage, also eine Waschstraße für Autos, für die Autos unserer Gäste. Und für die Autos unserer Mitarbeiter. Ja. Und eine Hackschnitzelanlage. Also Hackschnitzelanlage, eine Heizung. Weil wir heizen das ganze Gebäude plus den Wellness-Trakt nur mit Hackschnitzeln. Also mit nachwachsenden Rohstoffen. Nachhaltig. Und wie das so aussieht, zeige ich euch heute einmal. Hier ist auch noch allerhand Spielzeug, ne? Also Radlader fahren macht unglaublich viel Spaß, ja? Bagger fahren macht unglaublich viel Spaß. Also tatsächlich, das macht nicht nur Jungs Spaß, ja? Also meine Frau ist letztens Trecker gefahren, die findet das auch super. Ja. Also wie gesagt, dieser Radlader ist dafür da, um die Hackschnitzel zu sortieren, sondern die halt da reinzufahren und dann in den jeweiligen Bunker zu bringen, damit die dann verbrannt werden können. So, und das ist dann jetzt hier die Halle, wo die Hackschnitzel und auch unter anderem unser Kaminholz noch gelagert wird, weil wir natürlich auch noch einen Teil unserer Gebäude mit ganz normal konventionell Holz heizen und ja, es ist halt eine schöne Wärme, es ist halt angenehm, ne? Und es macht halt auch eine schöne Stimmung. Und deswegen machen wir das halt auch so. Okay, also jetzt sieht man hier halt die Hackschnitzel, dass man einmal so im Verhältnis sieht, wie hoch das eigentlich ist. Ne? So, und Hackschnitzel sind keine Pellets, ja? Sondern Hackschnitzel sind gehäckseltes Holz. So sieht das aus. Okay, also und den Radlader brauchen wir dann, damit wir das nicht wie bei der Eisenbahn mit der Schaufel da reinmachen, brauchen wir, damit wir das dann hier vorne in diese, man nennt das hier vorne Bunker, hier drunter unter diesen Haufen sind so Transportschnecken, die also die Hackschnitzel nach und nach über ein Förderband in den Brennkessel dann befördern. Und das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Und das hier, man merkt auch, wenn man hier reinkommt, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen Booster hier drin. Wenn man hier reinkommt, hier ist muggelig warm. Draußen sind es 3 Grad, aber hier drinnen sind es angenehme 25 Grad, weil dieses Teil hier, das ist riesig, ja. Das ganze Ding, das ist ein einziger Brennraum. Ja? Das ist also eine große Tonne, in der also die Hackschnitzel verbrannt. Ruhig. Ruhig. Die Zeit nehmen wir uns, kein Problem. Wo die Hackschnitzel verbrannt werden. Und die Hackschnitzel sind von hier links nebenan oder von euch aus gesehen rechts und werden dann hier vorne über diese Transportschnecke da und dann in den
in den Brennraum hinein befördert. Und je nach Anspruch, also je nachdem, wie kalt es ist oder je nachdem, wie warm wir die Heizung stellen, werden logischerweise auch die Hackschnitzel dann gefördert und verbraucht auch. Ja, also im Winter entsprechend mehr und im Sommer entsprechend weniger. Sollen wir mal reingucken? Kannst du erst mal angucken. Hallo? Naja, der ist ja wahrscheinlich. Guck mal. Bereit? Da geht's ab. So, das ist schon schön warm. Also ich finde das, immer ganz gemütlich hier drin. Okay, also das Ding macht das Hotel warm. Und jetzt gucken wir einmal nebenan, weil das ist eigentlich ein leerer Raum, aber da werden halt Sachen unter anderem repariert, Fahrräder werden da repariert und da ist dann das Backoffice für die Waschanlage. Dann gucken wir einfach einmal rein, schwenken wir einmal durch. Jetzt gehen wir einmal nach nebenan. Ist ein großer leerer Raum eigentlich. Da ist auch eine kleine Werkbank drin und da ist auch das Backoffice, wie gesagt, für die Waschanlage. Gucken wir mal. Ja, also es ist Lagerraum. Hier werden die Heizpilze zwischengelagert, repariert, gewartet, bekommen den Prüfstempel dann nochmal, weil man darf ja nicht einfach einen Heizpilz aufstellen, da muss ein Prüfstempel drauf, dass er für die Gastronomie, sonst fürs Gewerbe zugelassen ist. Ja, und hier hinten, man meint das gar nicht, man denkt immer, mein Gott, was eine riesige Technik in der Waschanlage, aber die ist gar nicht so viel, ja, also das, was die Waschanlage steuert, ist das hier. Mehr ist das gar nicht. Also auch, also jetzt mal, wirklich, Stefan, das könnte man auch zu Hause installieren oder etwa nicht? Nein, also Spaß beiseite, mehr ist das nicht, ja, das ist, hier ist, das ist der Wassertank. Der dann noch zugeführt wird, wo das Wasser dann zugeführt wird, Reinigungsmittel kommt dann natürlich noch dazu. Und das war es eigentlich, also mehr ist das gar nicht. Und jetzt gucken wir einfach mal in die Waschanlage, ob die irgendwie anders aussieht als bei euch an der Tanke. Gut, also Waschanlage, ich meine, ich habe wirklich überlegt, muss ich das filmen oder muss ich das nicht filmen? Aber es wird häufig gefragt, also ich werde von Gästen häufig gefragt, ist das wirklich eine Waschanlage? Ja, es ist wirklich eine Waschanlage. Und sie ist nicht anders als die, die ihr sonst kennt. Da ist ein Staubsauger, da ist ein Mattenklopfer, da drüben. Und die ist jetzt abgeschlossen, aber hier würde man dann seinen Zahlencode eingeben. Und, oh, guck mal hier, ist sogar so abgeschlossen. Und wenn man dann den Zahlencode eingegeben hat, dann geht entweder das Tor auf oder es war schon vorher auf und dann sieht das hier aus wie eine normale Waschanlage. Sogar mit der Möglichkeit, durch den Hochdruckreiniger das Fahrzeug vorzureinigen. Ja. Ja. Reinfahren, Auto sauber, wieder rausfahren. Ja. So ist das. Und jetzt werfen wir einen Blick hinter dieses Gebäude. Okay, jetzt sind wir hinter der Hackschnitzelanlage. Das sieht man im ersten Moment gar nicht. Aber hier ist noch ein Niedrigseilgarten. Ein Niedrigseilgarten ist ja schon, wie der Name sagt, nicht hoch, sondern niedrig. Aber deshalb nicht weniger witzig. Und zwar kann man hier mit Kindern dann hingehen und kann halt den Parcours so ein bisschen abgehen. Und was auch da ist, und das macht richtig Laune, da ist eine Seilbahn. Und zwar so eine Schwingseilbahn. Und das Ding ist so brutal schnell. Ich höre das immer, wenn das Ding losgeht. Ich bin da aber noch nie drauf gefahren, aber das machen wir gleich mal zusammen. Und ich hoffe, dass ich mich nicht verletze. Bis gleich. Boah. Stefan, das wird... Das wird super. Du bist danach dran. So. Seid ihr bereit? Guck mal hier, die Sonne. Der liebe Gott scheint, lässt die Sonne scheinen. Oh mein Gott. Ich habe wirklich Angst, ohne Witz. Ey. Wenn man älter wird, dann kriegt man schon mal Schiss vor sowas. Ne? Okay, also hier, ich habe gehört, hier oben ist noch nicht ganz so schlimm, aber da unten wird es wohl brutal. Also, bis gleich. Ja, ihr werdet live dabei sein. Ach du Scheiße. Eieieiei. Ey, ist das schnell. Leck mich am Arsch.
Ey, das ist aber wirklich nichts für kleine Kinder. Ne? Ihr habt das jetzt gesehen. Das ist nichts für kleine Kinder. Bitte, bitte, bitte. Lass die Eltern erst einmal fahren. Und es hält 90 Kilo aus, haben wir gerade getestet. Boah, ist das schnell, das Ding. Meine Herren, ey. So, reicht. Ja, also, ihr habt jetzt alles gesehen. Ihr habt die Seilbahn gesehen, ihr habt die Hackschnitzelanlage gesehen, ihr habt die Waschanlage gesehen. Und ich finde, für heute reicht das. Also, ich bin jetzt gerade so ein bisschen gestresst genug, weil das war schon echt schnell. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.